Nach über 50 Jahren ist fertig. Die Seilbahn Zromos, die vor allem Schüler und Touristen transportiert, fährt ab nächstem Sommer nicht mehr. Dank dem Bändli hat man bis jetzt in nur 7 Minuten von der Schwendi über 2 tiefe Täler bis in Oberlenkrad fahren und so sich die lange Bergstrasse ersparen. Besonders hart trifft schliesslich darum jetzt die Familie, die dort oben wohnt. Sie brauchen das Bändli nämlich täglich. Ein langer Schulweg haben die beiden Jungs. Vom Dorf Zromos bis in Oberlenkrad rauf. Den letzten Teil nehmen sie mit dem Bändli in Angriff. Hallo? Man kann fahren? Ja. Ciao. Die wunderschöne Fahrt über 2 tiefe Täler ist für die Buben vom Oberlenkrad Alltag. Ein bisschen schauen, ob es Nebel hat, wie weit es der Nebel geht, ob es schön Wetter ist, ob wir ein Regen zeigen. Ja, einmal ist stecken geblieben, ungefähr etwa da. Und dann haben wir warten, bis oben der Notstromversorgung bereit gemacht wurde. Dann sind wir einfach zu spät gekommen. Mit dem Bändli in die Schule gehen, das ist aber schon bald Geschichte. Die Bahn aus den 60er Jahren ist uralt. Geld für ein neues Bändli fehlt. Und der Betreiber, der Grossvater von Lukas, will mit 80 endlich in die Pension. Morgens Mittag um 11:30. Ja. Gut. Also, tschüssli. Ciao, Fritz. Wir sind immer da, jeden Tag kommt jemand, der andere Tag kommt niemand. Und dann kommen 20 und dann ist niemand. Aber da sind wir aufgegangen. Die Bahn, die auf dem Grundstück des Kammermanns steht, gehört der Gemeinde Romos. Nach langen Diskussionen mit der Familie hat der Gemeindepräsident Willi Pfulg entschieden, die Bahn im nächsten Sommer einzustellen. Wenn man Tourismus anschaut, ist das ganz klar schade, dass die Bahn eingeht. Aber es geht einfach nicht anders. Eine neue automatische Bahn wäre zu teuer. Und jemand, der gratis pendelt, gibt es nach dem Fritz Kammermann auch nicht mehr. Irgendwie müssen die Kinder aber auch nächstes Jahr in die Schule auf Romos runter. Ab dann müssen die Eltern einen Taxidienst machen. Es war ja praktisch, wenn sie raus und nachher sie auf das Pendeln. Auf der anderen Seite ist die Belastung natürlich schon sehr gross geworden in den letzten Jahren. Bis es soweit ist, geniessen die beiden Jungs vom Oberlenkrad aber noch ihren speziellen Schulweg. Wahrscheinlich werden sie den dann schon ein bisschen vermissen.